Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus der grünen Hölle. Ich bin auch da. Mit dem Juli, der ich weiß nicht wohin gelaufen ist, ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. Und ich habe mich schon wieder verletzt. Ich bin echt ein Held. Ich bin am Dings. Am Dings? Ah ja. Dann weiß ich Bescheid. Hier, ich schlaf gerade. Dann war ich so weit weg. So, beim letzten Mal hab ich ja diesen Ofen da angefangen. Ich weiß noch immer nicht, was der Ofen tut. Aber wir müssen da jetzt eine Glut reinschmeißen. Eine Glut? Ja. Und dafür brauche ich halt dieses Feuerbrett. Und für dieses Feuerbrett brauche ich einen Holzscheit. Guckst du selber oder? Ich guck, ob keins hier rumliegt, weil hier lagen noch ein paar. Nein, auf jeden Fall nicht. Nee, musst du. Na toll. Schon wieder ein Baumfell. Sag mal, wie viele Bäume haben wir schon gefällt? Easy breezy. Vor allem, welche kann man fällen? Das habe ich noch nicht. Die ganz großen. Ja, aber dann kriegt man doch kaum Holz raus. Na doch, eigentlich schon. Und zwei Holzscheite, das ist noch nix. Tja. Jetzt habe ich mich gewaschen, jetzt muss ich mich gleich wieder untersuchen. Was ist denn jetzt? Ja. Einmal noch. So, okay, danke, Vin. Du wirst gleich ausgenommen. Sammeln. So, Feuerbrett. Sehr gut. Feuerbrett wird kombiniert mit einem kleinen Stock. Und hast den Handbohrer. Mhm. Und Handbohrer in Kom. Geil, hier ist eine Kokosnuss. Nehmen die mit. Was eigentlich mit dem Fleisch? Ach so, du machst gerade das Feuer. Okay, Gott. Lol. Okay. Wusstest du das? Nee. Einfach ausprobiert. Ja, mal gucken, wo was passiert. Wir waren ja über dem Wasser, das heißt, wir werden ins Wasser gefallen. Oh, Scheiße. So. Wir haben jetzt eine Glut. Diese Glut schmeiße ich in den Ofen. Und keine Ahnung, was hier jetzt passiert. Also, like for real, keine Alter, Ahnung, was ich bin schon wieder passiert. Schmutzig. Der raucht jetzt. Du wirst jedes Mal schmutzig, wenn du ein Tier ausnimmst. Ja, woran das wohl liegen könnte. Weiß ich auch nicht. Ich wüsste's. Ich könnte es mir erklären. Auf. Was machen wir bei mir überhaupt? Was machen wir denn mit den ganzen Knochen? Haben wir noch Lehmziegelstein übrig? Dann machen wir ganz viele von diesen Truhen einfach. Nee, haben wir nicht mehr. Aber wir können plus Lehm machen. Also das Ganze können wir noch einmal machen, weil wir haben ja zwei Aschen rausgekriegt. Wir müssen uns... Ich habe 12 Fleisch. Jetzt habe ich, glaube ich, die Tiere für die nächsten Jahre getötet hier. Ja, dann das hier gleich braten. Was passiert hier? Ja, ich weiß es auch nicht. Lass es einfach. Keine Ahnung. Hast du kleine Stöcke? Ja. Ja, dann geh mal das Feuer da machen. Tell me how. Geh hier den Feuerhofen. Die Stöcker. Es braucht Stöcker. Ja, so. Yes, momently. Was tut dies? Es muss wohl ablaufen bis, keine Ahnung, und... Okay, gut, jetzt. Gut.
Glut erforderlich, ja, zack, benutzen. Da. Ist natürlich super, dass man die jetzt nur da. Fuck. Sag mir mal, wie viele Stöcke fehlen? Null. Oh, hast du die restlichen reingemacht? Ah ja. Gut, okay. Fleisch kommt. Was kann ich eigentlich mit einer Larve machen? Essen. Oh, lieber nicht, oder? Ich glaube, damit wirst du halt... Ich glaube, bei Infektion oder so könnte das helfen. Irgendwie sowas. Okay, 4 Fleisch sind dran. Drauf. Wir haben mittlerweile echt viele Kokosschalen hier rumliegen. Quatsch, nicht trinken. Waschen. Brauchst du noch Lehm? Soll ich einmal Lehm mitbringen, wenn ich schon unten bin? Ja. Kannst du machen. Muss ich mir erst schon untersuchen. Ich habe wahrscheinlich wieder Ekel irgendwo. Brauche ich Fett? Ja, eins können wir. Alter, nehmen. Als ob mir das eine Wunde gegeben hat am. Als ob. Man kann Rüstung machen? Alter, wie viel Fleisch hier rumliegt in der Kiste. Ja? Oh. Oh, ich kann mir einen Blattverband machen. Jetzt habe ich einen Verband. An meinem Bein. Ich bring Lehm mit. Mach du. Danach muss ich aber kurz schlafen. Upsa. Mach du. Also, es bringt nichts, wenn du von dem Ast ins Wasser fällst, da kriegst du eine Wunde. Ah ja. Ja, du musst dich ausruhen, ist okay. Kuriert heißt, dass es das bringt, oder? Ja. Serose kuriert Lebensmittelvergiftung. Das heißt, man kriegt ein Lebensmittelvergiftung. Okay. Antiviren. Nein, kuriert heißt halt, das behandelt es. Heilen. Okay, das heißt, wenn man eine Serose frisst, hat man. Ist es gut für die Lebensmittelvergiftung. Good to know. Stimmt, ich hab's ja in der letzten Folge gesagt, wo ich das gegessen habe. Da war ja was. Jetzt kann ich mich dran erinnern. Was macht Fleisch? Ist gleich fertig. So. Diese komischen Pilze töten Parasiten. Hast du eigentlich vorhin die zweite Lagerfeuerasche mitgenommen? Ja. Dann tu die mal wieder da reinmachen, bitte. So, mal gucken. Essen. Dreimal Lebensmittelvergiftung und. Ja, übergib dich halt. Meine Güte. Stell dich nicht so an. Moment, dann kann ich doch jetzt hier Seerosenblüte essen. So. Nico, brauchst du auch was? Ja, übergib dich nochmal. Moment, ich nee, sieht ja doch ein bisschen was könnte ich brauchen. Ich habe eine Banane zur Auswahl hineinstecken. Ich will nicht wissen, wo rein. Ersaft? Ja. Okay. Wie kriege ich Fette nochmal? Durch Nüsse, wa? Ich hab keine Nüsse mehr. Was passiert, wenn ich eine Larve esse? Nüsse liegen in der Kiste. Oh. Das hört sich gut an. Oh ja, tatsächlich. Was macht das denn? Das steht hier und raucht. Ach Leute, du greifst da gerade drauf zu. Mach mal hier bitte das Lagerfeuer, die Lagerfeuerasche dann rein. Ja, Moment, ich nehme das Fleisch gerade um hier auf. Ach so, ja, das wollte ich gerade machen. Okay, gut.
Es wird schon wieder dunkel. Ja, dann leg dich ins Bett, ich leg mich auf den Boden und dann ist auch gut. Okay. Jawohl, dir geht's gerade nicht gut. Leg du dich ins Bett. Doch, Okay. geht gerade ganz gut. Oh, dann ist aber mitten in der Nacht. Lass aufwachen. Und jetzt noch mal hinlegen. I'm so hungry. Ich bin hungrig. Oh, stimmt. Scheiße. Ja, ich hab ja da gerade. Boah. Ich hab ja da vorhin, bevor ich mich schlafen gelegt habe, habe ich ja Fleisch aufs Feuer geschmissen. Ja, warum? Ich denke mal, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so genießbar sein. Da liegt kein Fleisch mehr. Ja, weil ich es aufgesammelt habe, aber komm mal in die Kiste gucken, wenn du willst. Oh. Soll ich's mal essen? Guck mal, was passiert. Vielleicht gibt's ja trotzdem noch was. Wir haben doch unten noch gekochtes Fleisch. Ja, aber ich habe das andere halt jetzt auch noch gekocht, weil dann hält's länger. Durstig, ja. Ja, Nuscheln, Nuscheln ohne Ende. Also am Wasser soll es mittlerweile echt nimmer mangeln. Soll ich es mal essen? Mir geht's recht gut gerade. Oh, Ganz was. geistige Gesundheit minus 2. Okay, und sonst? Nix. 45 Proteine. Proteine und 12 Fett. Okay, das heißt, es gibt quasi das normale Gedöns noch nur halt mit etwas geistiger Gesundheit, die drunter leidet. Genau. Ja. Okay. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Da ist gut, da ist gut. Ah. Du kümmerst dich um das Fleisch. Ich habe hier eine Wunde wieder. Hungry. Oh, komm her, komm her, komm her, komm her, warte. Wer are you? Oh, das musst du selber machen. Hier, ich leg's mal auf den Boden. Und dann packt er einen Speer aus. Jo. Hier, Blattverband, okay. Dann hier das Bein. Okay. Du heilst dich zumindest wieder. Ja, ich stehe auch hier am Feuer. Was passiert jetzt hier eigentlich? Wo passiert was? Hier in diesem Ofen da. Ich weiß es noch immer nicht. Aber es ist gleich fertig. Das sehen wir So, ja dann. ja, sehr gut. So, was war das? Nee. Wo habe ich denn diese ganzen Sachen gefunden mit so Halterungen? Weiß ich nicht. Also gibt's zum Beispiel irgendwie sowas wie ein Lager für Stöcke? Ja, das wäre gut zu wissen, tatsächlich. Halt, ah, hier, Halter, kleiner Stock. Stand Ropes. Halter, Stock. Ja. Braucht langer Stock, braucht drei lange Stöcke. Jetzt müssen wir drei lange Stöcke holen. Suchen. Ich brauche noch ein bisschen Fett.
Nüsse sind echt gut, die halten lange. Und geben halt Fett. Hm. Aber ich brauche gar kein Fett. Ja, verschwinde, Blätterhaufen. Oh nein, meine Axt ist hinüber. Total. Aber ich habe mir doch schon wieder eine Ersatzaxt gecraftet. So, mach dich dann noch weg. So, dann machen wir hier mal. Machen wir dich dahin. Ja. Machen wir dich mal wieder weg. Machen wir mal so. Oh. Nee, das wollen wir da nicht. Oh, überall lange Stock, lange Stock, lange Stock, lang am Arsch. Ist der Ofen fertig? Sieht so aus. Lehmkohleofen. Holzkohlehaufen. 15 von 15. Ach, es gibt Holzkohle. Lol. Oh, ja gut. Das ist alles. Holzkohle kriegt man aber auch vom... Alter. Das hat sich ja echt nicht gelohnt. Ich habe wieder zwei Holzscheite. Ja. Hier hinten ist jetzt übrigens ein Lager für kleine Stöcke. Für Stöcke und hier dann für Seile. Ah ja, okay. Falls ich es irgendwann fertiggestellt habe. Ja. Langer Stock. Alter, kleiner Stock. Ich habe keinen einzigen Stock mehr. What? Doch, ich habe normale Stöcke, aber keine langen. Was ist denn das nochmal für ein Zeichen? Gesundheit. Oh nein, fall doch nicht. Siegenwurm. Ist das einfach nur Dreck? Ist das einfach nur Dreck? Ich muss mich waschen gehen. Ist das so ein bisschen so. Gott, wie, ich kann es dir gar nicht erklären, wie das aussieht. Das ist ein bisschen, einfach nur so ein bisschen so, ah, ja. So ein rundes, so ein Fass. Ist nur Dreck, ist nur Dreck. Ja, so ein fast rundes Zeichen. Ja. Halt quasi wie so ein Dreckfleck. Ja, das ist halt genau. Die beste Beschreibung. So, und jetzt muss ich mich wieder untersuchen. Hab mir wieder irgendeinen. Ah, hab mir wieder Egel geholt am Wasser. Okay, also das Prinzip immer, wenn man im Wasser war, sich kontrollieren. Ja. Ich guck mal hier hinten. Hier hinten waren doch die. Nee? Ich dachte.
dachte, hier gab's Bananen. Sieht aber nicht so aus jetzt hier. Hier ist nochmal eine Kokosnuss. Ah, hier hat's eine Banane. Aber, Banane, Banane. Alter, ich will nicht die Kokosnuss. Ich will die hast Banane. Du die Lagerfeuer, lol, hast du die Lagerfeuerasche schon aufgenommen wieder? Ja. Okay, du hast die ganzen Lehmziegel hier hingeschmissen. Ja, um das Ding frei zu haben. Ich baue nochmal eine Kiste. Mach du. Wo finde ich den nochmal, Schatz? Ich bin mal ganz mutig und forsche bis in ein bisschen weiter. Ja, aber guck, wo du hinläufst. Ja, ich laufe nicht allzu weit weg. Hä, bin ich gerade doof? Ah, hier, Lagerkiste. Ich glaube, Steine mitnehmen ist auch nicht verkehrt, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen aber mal dann in der nächsten Folge uns, ich sag mal, leicht ausstatten und dann vielleicht mal wirklich eine große Expedition machen gehen. Was es so weit und breit gibt. Oh Gott, sag mir mal bitte schnell, wie man ein Feuerbrett herstellt. Mit einem Feuerbrett und einem kleinen Stock. Hä? Ein Feuerbrett stelle ich mit einem Feuerbrett und einem Stock her. Wenn du ein Holzscheit auseinandernimmst. Also, aufsammeln. Nee, sammeln. Nee. Ja. Ein Holzscheit sammeln. Ah. Nicht genug Platz im. Oh, fuck off. Geil, hier ist eine ganze Kolonne an Schnecken. Alle mitnehmen. Mitnehmen, okay. Und Seerosenblätter, die sind ja auch nicht schlecht. Noch ein Lehmziegelstein. Okay, nächste Kiste ist fertig. Ja. Die könnten wir jetzt prinzipiell mal verwenden für so Grüngutsach. Mhm. Ich hab Ekel, Scheiße. Schon wieder. Ja, anscheinend. Bist du irgendwie beim Wasser gewesen? Nein, absolut nicht. Absolut. Ich war nur hier oben bei uns am Dings. Mhm. Oh, hier hat's wieder diese unbekannte Blume. Die werde ich jetzt mal essen. Was die macht. Lebensmittelvergiftung. Wer hätte es erwartet? Irgendeine Blume fressen gibt mir Lebensmittelvergiftung. Mach uns hier oben mal ein bisschen Platz. Mach du. Kann ich die Bäume irgendwo? Ja. Oh. Okay, ich komm mal nach Hause. Okay. Wenn ich hier nochmal aus dem Wasser rauskomme, ja.
Das haben wir eigentlich so für richtig vieles eigentlich in Lager. Das ist nicht verkehrt. Finde ich tatsächlich auch. Was ist das hier? Gibt es mir irgendwas? Nee. Weg mit dem Pflanzengedöns. Hey Juri. Ja. Ja? Ich bin auf dem Weg. Gut. Und ich finde, ich werde den Weg nach Hause auch wieder finden. Es könnte nur etwas länger dauern. Alles gut. Solange du findest, bin ich glücklich. Ja, ich brauche nur gefühlt 5 Minuten, um hier über den Baumstamm zu kommen. Was hast du aufgesammelt? Ich habe Steine. 56 Kilo dabei. Ach du Schande. Oh, ich bin schmutzig. Ja, dann geh dich waschen, du kleiner Schmutzfink. Ja, mache ich. Ich habe hier übrigens ein paar Juri. und Blab. Juri, guck mal. Warte. Siehst du meinen Blätterhaufen? Also, deine Steinklinge. Ja, wollte ich gerade auf dich werfen. Nein. Doch. Ich gehe mich mal waschen. Jo, was sagt OBS bei dir? 29 Minuten. Gut, ich habe mich jetzt hier gewaschen, bring noch einmal Lehm mit. Ja, ich gucke irgendwie noch ein paar Stöcker oder so loszuwerden. Jo. Irgendwie Gewicht. Es gibt jetzt genug Halter da dafür. Ein bisschen gewichtlos werden, weil, naja, ich bin nicht ganz so schnell unterwegs momentan. Kann ich verstehen. Vor allem, ich weiß nicht, wo ich alles hinschmeißen soll. Lauf! Mit aller Kraft, die du hast. Eine Frage, was brauchen wir denn Blätterhaufen? Welchen Blätterhaufen? Hier nehmen. Herstellen. Was können wir denn damit herstellen? Sachen. Blätterhaufen und Larve. Okay, geht nicht. Blätterhaufen und mit was soll ich denn den Okay. Blätterhaufen? Ich würde Steine nicht in eine Lagerkiste schmeißen, weil die brauchen echt viel Platz. Ja, das ist richtig. Die würde ich einfach wieder auf unseren altbekannten Platz tun. Ja. Das heißt irgendwie hier davor einfach. Ja, irgendwie. Oder hier, guck mal hier. Hier ist noch recht viel Platz. Weil Wo hier? ich krieg hier keinen Ständer rein. Okay. Einfach da irgendwie ablegen. So. Ich habe jetzt, guck mal hier hinten, ich habe ein bisschen befreit von dem Grün. Können wir dann ein bisschen expandieren. Ja. Richtig geile Tierexkremente. Boah. Wait, habe ich nicht. Bin ich in der Zeit Nein. mal wieder gestorben? Ich hatte doch. Ich habe doch Glauben. einen Papagei und einen Vogel aufgenommen. Du hast zumindest mal was von sowas geredet, ja? Bin ich denn danach nochmal ge. Ach ja, ich bin gestorben. Oh, na gut. Gut. Ach Ja. komm. Dass wir es vollständig haben, ich hole nochmal schnell Lehm. So, du bist auch wieder befreit von deinem Gewicht. Ja. Oh, zum Teil. Gut. Auf jeden Fall.
Ich habe auf jeden Fall eine Folge jetzt hier ein bisschen am Lager gearbeitet. Das heißt, nächste Folge geht es auf jeden Fall wieder auf Expedition. Ja, das wäre zumindest mein Plan. Dann kannst ja du hier bleiben und ich gehe auf Expedition. Ui. Das heißt, ich würde keinen Unterschied machen, als wenn ich. Ja, ich lager noch aus und Ja. Gut. ja. Also, Also das dann. war eine weitere Folge hier aus der grünen Hölle, auch besser bekannt als Green Hell. Falls es euch, wie gesagt, immer noch gefällt, dann lasst es uns gerne wissen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.